Dieser Monitor hat praktisch alles, was das Herz begehrt. 4K, HDMI 2.1, 120 Hz Display, HDR mit praktisch unendlichem Kontrast, ein helles OLED Evo Panel und sogar das Deckenlicht lässt sich über die Smart Home Steuerung im Fernseher ausschalten. Das hinter mir ist der LG G1. Und ich hatte ja schon in einem vergangenen Video angekündigt, dass ich mich in letzter Zeit mit der Frage beschäftigt habe, wie gut ein Fernseher als Monitor für kreatives Arbeiten taugt. Weil, kurz zur Einordnung, Bildschirm ist nicht gleich Bildschirm. Noch vor gar nicht so langer Zeit hatten viele Fernseher mit einigen Problemen zu kämpfen, die den Einsatz als Monitor unpraktisch machten. Zum Beispiel eine relativ geringe Latenz bei Eingaben, aber auch geringe Farbtreue und, wenn man so will, auch vergleichsweise geringe Auflösung. Heutzutage sehen die Dinge anders aus und ich werde mich mit der Frage beschäftigen, wie gut das Gerät hinter mir für meine Zwecke taugt und bemühe mich dabei auch um eine kritische und konstruktive Haltung, denn ich sage vorab, es fällt mir nicht leicht, weil das hier ist einfach nur der schönste Monitor, den ich jemals gesehen habe. Eins vorweg, das Video hier ist nicht von LG gesponsert. Aber sie haben mir natürlich kostenlos diesen Fernseher für den Test zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist all das, was ich hier sage, das, was die Bild gerne wäre, nämlich unabhängig und überparteilich. Und mit 55 Zoll ist das hinter mir hier die kleinste Größe der G1-Serie. Und naja, wenn ihr mal schaut, auf dem Schreibtisch ist das schon ein ganz schöner Brummer, aber irgendwie auch ziemlich cool. Der G1 ist ein OLED-Fernseher und da das hier kein klassisches Fernseh-Review wird, dafür wären wir auf dem falschen Kanal, komme ich gleich zum Punkt. Ich habe mir eine Menge Tests durchgelesen und praktisch jede Nutzerwertung oder jeder professionelle Test, der aktuell zu diesem Gerät existiert, besagt mehr oder weniger dasselbe, nämlich, dass es wahlweise entweder der beste oder einer der besten 4K-Fernseher ist, die man aktuell überhaupt für Geld kaufen kann. So. Und von der Warte aus betrachte ich auch dieses Video. Also es geht jetzt nicht darum herauszufinden, ob das Gerät gut ist, Surprise, ja, das ist es, sondern wie gut es für meine etwas anders gelagerten Zwecke ist. Viele Fernseher sind out of the box gar nicht mal so wahnsinnig gut als Monitore geeignet. Und es ist hier im ersten Moment auch nicht anders gewesen. Und zwar aufgrund des Input-Lags. Also alle Eingaben, die man tätigt, sind irgendwie ein bisschen träge und machen das Arbeiten damit eigentlich unangenehm und nicht wirklich möglich. Hier ist es so, dass die Einstellungen, die man braucht, der sogenannte PC-Modus, ein Stück weit versteckt sind. Und erst dann, wenn man den findet und aktiviert, aktiviert sich auch der sogenannte Low-Latency-Modus, der den Fernseher in einen super responsiven Zustand versetzt. Alle Eingaben gehen perfekt und flutschig von der Hand und gleichzeitig wird auch die relativ aggressive Nachschärfung deaktiviert, die sonst gerade Texte ein bisschen, ja, also schon sehr unschön eigentlich zum Ansehen machen würden. PC-Modus ist also das Erste, was man machen muss, damit das Ding überhaupt als Monitor taugt und dann fängt es aber auch an, Spaß zu machen. Der Fernseher unterstützt eine Menge Bildmodi mit unterschiedlicher Darstellung, vor allem was Helligkeit und Farbtemperatur betrifft. Fernseher haben ja das Ziel, das Bild so stark es nur geht zu optimieren und wenden dafür auch eine Menge Post-Processing an. Deswegen dürfen sie sich eben normalerweise dafür auch eine gewisse Latenz gönnen. Aber als PC-Nutzer wollen wir natürlich das genaue Gegenteil, nämlich möglichst unoptimierte, möglichst neutrale Bilder bei gleichzeitig möglichst niedriger Latenz. Und dafür gibt es seit letztem Jahr was Neues, branchenübergreifend, nämlich den sogenannten Filmmaker-Mode. Den haben viele Hersteller übergreifend, in ihren Geräten verbaut, LG genauso. Und es ist ein von Hollywood-Größen wie Martin Scorsese oder Christopher Nolan abgesegneter Modus, der das Ziel hat, das Bild so neutral wie nur irgendwie möglich am Ausgangsmaterial wiederzugeben, so wie wenn man mit einem Monitor direkt im Grading-Raum arbeiten würde. Das Erste, was ich also gemacht habe, ist den Filmmaker-Modus zu aktivieren. Und wenn man das tut, dann wird das Bild erstmal ziemlich dunkel. Denn der Fernseher dimmt sich runter auf 100 Nits, was nicht viel ist, andererseits aber auch Sinn macht, denn das ist genau die Helligkeit, für die Hollywood-Filme, für die Kinofilme als SDR-Master gegradet werden. Trotzdem, ich will mal nicht päpstlicher sein als der Papst, also fürs Arbeiten außerhalb einer optimierten Studioumgebung ist es auf jeden Fall zu dunkel. Deswegen habe ich erstmal die Helligkeit ein bisschen hochgeschraubt. Die Farbtemperatur war mir auch zu warm, die ist leider nicht in Kelvin-Werten zu verändern, sondern nur in etwas abstrakteren Farbwerten. Aber wenn man die zurück auf 0, auf die neutrale Einstellung stellt, dann kommt das Ganze einem Wert, also einem Bild, was auf einen neutralen Weißpunkt von 6500 Kelvin optimiert ist, und das ist das, wie eigentlich jeder Monitor eingestellt sein sollte, schon sehr, sehr nah. Jetzt aber mal zur wichtigsten Frage, wie arbeitet es sich denn auf einem Fernseher? Offen gesagt, nach einer kurzen Eingewöhnung eigentlich gar nicht so viel anders. Das Platzgefühl entspricht dem eines 4K-Monitors, ist also eigentlich erstmal nicht so befremdlich. Und solange man ein bisschen Abstand zum eigentlichen Gerät einhält, gewöhnt man sich sehr schnell an die Größe. Also mir ging es zumindest so. Man ist dann doch irgendwie im Bereich gewohnter Auflösungen. Und Surfen, Schneiden, Textverarbeitung ist eigentlich soweit alles
nicht anders als mit einem normalen Monitor. Nur ein bisschen größer. Das Bild selbst ist, ja, das fällt auf. Ich meine, was soll ich sagen? Das Bild ist fantastisch. Das Bild ist absolut fantastisch. Die Schwarzwerte sind OLED-typisch perfekt. Die Farben sind der Hammer. Mir ist praktisch nichts aufgefallen, was negativ wäre. Wenn man sehr stark seitlich drauf schaut, dann wird die Bilddarstellung ein bisschen kühler, ein bisschen bläulicher. Da muss man aber schon wirklich so annähernd 45 Grad von der Seite drauf schauen. Und ich habe wirklich gezielt nach Dingen gesucht, an denen ich mich stören könnte, damit das hier nicht so eine Lobhudelei wird. Deswegen habe ich das mit den versteckten PC-Einstellungen schon erwähnt. Also davon mal abgesehen, ich wüsste nicht, was man kommentieren sollte, was man an diesem Bild noch besser machen könnte. Das ist OLED-typisch einfach absolut fantastisch. Und das sage ich als jemand, der in seinem Handy, Notebook und Tablet jeweils OLED-Panels hat. Sehr gute OLED-Panels. Also ich sehe sowas durchaus nicht zum ersten Mal. Jetzt sind das alles meine eigenen Erfahrungswerte und meine Vergleichsmöglichkeiten mit den Dingen, die ich hier rumstehen habe. Ich bin natürlich kein Vollzeitkolorist, aber ich kenne den guten Tim vom Farbkanal und der hat Vergleichsmöglichkeiten, die teilweise deutlich über das hinausgehen, was ich hier im Büro aufbringen kann. Und um mal seine Sicht der Dinge und seine Einschätzung einzubringen, würde ich sagen, wir rufen ihn einfach mal kurz an. Ja, hallo Andreas. Grüß dich. Hi Tim, grüß dich. Du, ich drehe gerade das Video über den G1, von dem ich dir erzählt hatte und mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Du nutzt ja, soweit ich weiß, auch zwei OLED-TVs für deine Arbeit. Ja. Und wie schätzt du das Arbeiten mit solchen Konsumergeräten für professionelle Jobs ein? Also das sind sehr, sehr hochwertige Geräte, sehr, sehr hohe Farbgenauigkeit, sehr hohe Farbtreue, also absolut sehr nah dran an Referenzmonitoren, gerade im HDR-Bereich und dafür sind die OLED-Geräte natürlich prädestiniert. Haben verschiedene Modi, Bildmodi, die wirklich sehr gut auch manuell noch nachträglich an die Bedürfnisse einstellbar sind. Das heißt, ich kann Farbtemperaturen anpassen, ich kann IRIs anpassen, ich kann wirklich Sättigungstiefe anpassen und die Standardeinstellungen sind aber schon so gut. Also das ist wirklich das Beste, meiner Meinung nach, was es auf dem Markt gibt aktuell an OLED-TVs, die man dann natürlich auch sehr gut gerade für Filmemacher oder als Filmemacher nutzen kann und für Filmemacher geeignet sind. Definitiv. Hast du deine Geräte kalibriert oder nutzt du die direkt im Auslieferungszustand? Wirklich kalibrieren lassen nochmal. Ich habe zwei, den C9 und den C7. Den C9 habe ich kalibrieren lassen nochmal. Okay. Weil das ich nicht wirklich selber mache. Weil das Gerät eben mir zu teuer ist mit dem Karlmann und ich habe das machen lassen. Und bei dem anderen nutze ich die Werkseinstellungen schon seit einem Jahr und bin eigentlich zufrieden. Er hängt bei mir an der Wand. Daneben steht mein ISO-Referenzmonitor und es ist erstaunlich immer noch, wie nah die beiden wirklich beieinander sind. Man sieht Unterschiede, aber marginal. Okay, also würdest du meine Aussage unterstützen, dass man mit so einem TV-Gerät direkt im Auslieferungszustand direkt loslegen könnte, color graden könnte und absolut. Das auch für Jobs einsetzen kann? Absolut, Andreas. Kann ich wirklich empfehlen. Ja, krass. Ja. Okay, cool. Dann danke für die Einschätzung. Ich will dir gar nicht mehr Zeit stehlen. Das hat mir schon super weitergeholfen. Dann dank dir und mach's gut, ne? Bis demnächst. Gerne. Ciao. Ja, krass. Deckt sich mit meinen Einschätzungen, ne? Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Und für die Überleitung verleihe ich mir jetzt selbst die goldene Schmierseife, denn Spiegelungen sind bei OLEDs prinzipbedingt einfach immer ein Thema. Die spiegeln ein Stück weit stärker als LCD-Displays, vor allem als solche, die entspiegelt sind. Und ich will nicht lügen, ihr wisst aus dem früheren Video, ich bin kein so großer Freund spiegelnder Bildschirme. Und es ist hier nicht anders. Also ich würde mir wünschen, das Teil wäre ein Stück weit stärker entspiegelt, ein kleines bisschen matter. Denn gerade wenn man zum Beispiel ein Fenster im Rücken hat, dann kann das Arbeiten mitunter schon etwas unangenehmer werden. Noch nicht mal so sehr bei Textverarbeitung oder beim Browsen im Web, weil das sind in der Regel Anwendungen mit hellen Benutzeroberflächen, aber die ganzen typischen Kreativanwendungen, die sind eher dunkel. Und wenn ihr da irgendwie ungünstig eine Spiegelung von einem Fenster im Bild habt, dann macht das Arbeiten fast schon unmöglich. Das, ja, kann man sagen, fällt in die Kategorie ist halt so. Das ist bei allen OLEDs und das ist ein Stück weit einfach der Preis, den man für dieses übertrieben geile Bild bezahlt, weil auch gerade der Kontrast und der Schwarzwert auf einem matten Display schon nicht mehr so gut rüberkommen sollten. Aber man sollte sich dessen bewusst sein. Gerade auch, wenn ihr vielleicht nur Fernsehen gucken wollt, wenn ihr ein Fenster im Rücken habt, wenn ihr das bei Tageslicht machen wollt. Obacht, Spiegelungen können ein Thema sein. Und es bringt mich auch schon so ein Stück weit zum Punkt Helligkeit. Helligkeit ist ja eine traditionelle Schwäche von OLED-Panels. Also LCD-Displays können deutlich heller werden, doppelt so hell und noch mehr.
Allerdings auf Kosten des Kontrasts und Schwarzwertes. Insofern ist das immer so eine Abwägungsfrage. Jetzt hat LG was Neues gemacht. Sie haben ein neues OLED Evo Panel, nennen sie das, rausgebracht. Das, und hier ist es ein bisschen schwierig, erstmal heller werden kann, aber es ist gar nicht so leicht rauszufinden, wie viel heller. Je nachdem, wen man fragt, je nachdem, welchen Tester man konsultiert, gibt es da teilweise recht unterschiedliche Meinungen von kaum heller bis hin zu deutlich heller. Was ich so rausfinden konnte, da ich jetzt keinen Vergleich mit direkten Nicht-Evo-Panels hatte, ist, dass das Panel ungefähr roundabout 20% heller ist, man damit also eine gute Spitzenhelligkeit von 800 Nits erreichen kann. Das ist gerade für die HDR-Darstellung nicht ganz die 1000 Nits konstant, die man eigentlich für echtes HDR bräuchte, aber doch deutlich mehr als die allermeisten normalen Bildschirme erreichen. Also, ihr erinnert euch vielleicht, in einem früheren Video hatte ich gesagt, so gute Non-HDR-Bildschirme erreichen in der Regel 350 Nits. Insofern für normales Arbeiten auch in hellen Umgebungen mehr als ausreichend. Stichwort HDR. Jetzt könnte man ja denken, ein helles Gerät, OLED, was ja keine dimmbare Hintergrundbeleuchtung braucht, ist doch eigentlich perfekt für HDR gedacht. Und das stimmt auch. Also im Grunde genommen ist das so. Wenn man die etwas kompliziertere Image-Pipeline mitbringt, die für HDR nötig ist, dann könnte man hierauf echt schönes HDR produzieren. Ich sage das deswegen so ein bisschen mit einem Konjunktiv dahinter, weil selbst im Jahr 2021 das Thema HDR-Produktion immer noch verdammt tricky ist. Also ihr könnt nicht einfach nur den Bildschirm an einen Rechner anstöpseln und los geht's. Ihr braucht irgendwie so eine Decklink-Karte oder alternativ so eine kleine Zwischenbox, die euch das Signal entsprechend für den Fernseher HDR-tauglich umwandelt. Also es ist leider immer noch sowohl kostenseitig als auch vom Aufwand ein bisschen mehr nötig, um wirklich HDR zu produzieren. Aber wenn ihr die Infrastruktur habt, dann ist es wahrscheinlich schwer, im Preisbereich bis zu, weiß nicht, knapp über 2000 Euro, ein Gerät mit einer besseren HDR-Darstellung zu finden als so ein Fernseher. Also im normalen Monitorsegment mit Sicherheit nicht. So, hohe Spitzenhelligkeiten, statische Programmoberflächen und so weiter. Ich höre schon die Stimmen im Hintergrund sagen, was ist denn mit Burn-In? OLED-Bildschirme sind anfällig fürs Einbrennen statischer Bildschirminhalte. Das heißt, wenn ihr irgendwas zu lange anzeigt, kann es tatsächlich das Panel beschädigen. Ich habe mich ziemlich intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch angeschaut, welche Mechanismen es mittlerweile dagegen gibt, und da gibt es einige. Zum Beispiel kann der Bildschirm selbstständig statische Inhalte erkennen und runterdimmen, er kann seine Pixel wieder auffrischen, er kann einzelne Pixel verschieben, unmerklich, um ihm ein bisschen Abwechslung der Darstellung zu bieten und so weiter. Jetzt ist es so, meine persönliche Erfahrung aus über 10 Jahren Nutzung von OLED-Displays zeigt, ich habe noch niemals irgendeine Form von Burn-In selbst erlebt. Und ich hatte Geräte, die weit weniger fortschrittlich waren als das hier. Trotzdem, es gibt auch aktuelle Tests, die zeigen, ein moderner OLED-Bildschirm wie der G1 kann einbrennen, wenn man zum Beispiel 5000 Stunden lang ununterbrochen denselben statischen Inhalt anzeigt. Sofern ihr also nicht vorhabt, irgendwie so einen Teil als die teuerste monochrome Wohnzimmerlampe der Welt zu betreiben, würde ich jetzt sagen, heutzutage und bei normaler Nutzung ist Burn-In keine reelle Gefahr mehr. Und auch wenn das eigentliche Burn-In nicht mal ein Problem darstellt, die Schutzmechanismen dagegen fallen an der einen oder anderen Stelle dann doch auf. Vor allem einer, nämlich das automatische Herunterdimmen des Bildes. Ich hatte ja gesagt, bei statischen Bildinhalten macht sich der Fernseher irgendwann dunkler. Und das kann zum Beispiel auch passieren, wenn ihr einen Text schreibt. Ihr habt Word offen, tippt vor euch hin und mit der Zeit wird das Bild gedimmt. Zugegeben, das macht das Gerät sehr clever und auch sehr subtil, also das eigentliche Dimmen fällt mir gar nicht auf. Aber irgendwann mit der Zeit stelle ich dann fest, hey Moment, warum ist eigentlich mein Bildschirm so dunkel? Und da muss man hingehen, muss die Programmoberfläche so ein bisschen schütteln, damit es wieder hell wird, damit dieser Auto-Brightness-Limiter wieder deaktiviert wird. Das ist ein OLED-typischer Schutzmechanismus, der lässt sich auch in einem versteckten Service-Menü deaktivieren. Allerdings, soweit ich weiß, verliert man dann die Garantie, also deswegen würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Und offen gesagt ist das eigentlich in dem Zeitraum, in dem ich das Gerät getestet habe, der einzige richtige Kritikpunkt, den ich gefunden habe. Und zwar auch im Prinzip nur für die Benutzung als Monitor. Beim Fernsehgucken fällt das ja nicht wirklich auf. Weil das Bild lässt sich großartig anpassen. Burn-In ist nicht wirklich ein Problem. Spiegelungen lassen sich durch die richtige Einstellung und Aufstellung vor allem vermeiden. Aber dieser Auto-Brightness-Limiter, den man halt nicht beeinflussen kann und der gerade vielleicht an einem langen E-Mail-Tag, wenn man viel schreibt, wenn man viel statisch anzeigt, doch hier und da negativ auffällt, da muss man schütteln und so weiter. Das kann ein bisschen nerven. Das ist ja im Prinzip das Einzige in diesem konkreten Use Case, was verbesserungswürdig wäre. Fazit! Oh. Also zugegeben, es war am Anfang ungewohnt, aber in erster Linie aufgrund der Größe. Denn
Man sollte ehrlich zu sich sein, 55 Zoll sind nicht wenig, wenn man das so, wenn man aus der Nähe auf den Bildschirm draufschauen will. Von allem anderen her, also Bilddarstellung natürlich, Bildqualität, aber auch Latenz, Auflösung und so weiter, nichts hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich gerade an einem Gerät arbeiten würde, was gar nicht in erster Linie als Computermonitor gedacht ist. Und das ist schon cool. Also normales Arbeiten, Daumen hoch. Größe, wie gesagt, Obacht. Als Referenzmonitor würde ich das sofort verwenden. Das hat ja auch Tim bestätigt. Also wenn ihr was haben wollt, was einfach eine repräsentative Bilddarstellung hat und ihr wollt nicht 10.000 Euro für ein ISO oder mehr ausgeben, dann ist man mit so einem Gerät schon sehr, sehr nah dran. Als Hauptbildschirm, wie gesagt, selbst bei meinem jetzt etwas üppiger dimensionierten Setup bräuchte ich eigentlich nochmal einen Meter mehr oder sowas, damit das wirklich dauerhaft angenehm zum Draufgucken ist. Also seid, was das betrifft, ehrlich mit euch in euren Platzverhältnissen. Es gibt natürlich aber auch kleinere Geräte, leider nicht vom G1, aber die CX-C1-Serie, die gibt es zum Beispiel auch in 48 Zoll. Ein Freund von mir hat den CX, der kann bis auf das OLED-Panel schon sehr, sehr viel, was der hier auch kann. Und das ist tatsächlich am Ende des Tages eigentlich die witzige Krux, weil der G1 ist verdammt gut. Punkt. Der ist einfach verdammt gut. Aber die OLED-Technik ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass auch die kleineren Geräte, dass auch die Vorjahresgeneration schon verdammt gut war, bis auf einige Details, die den hier nochmal separieren. Also natürlich, ihr müsst selbst entscheiden, ob es immer das Beste und Neueste sein muss. Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Aber generell kann man, glaube ich, abschließend sagen, wenn man so viel Technik und besser geht's ja fast nicht mehr. Also macht noch diesen Autolimiter raus und es geht fast nicht mehr besser. Wenn man so viel Technik in den Fernseher reinbekommt, für 1.000 bis 2.000 Euro, je nachdem, warum hinkt dann das Monitorsegment so stark hinterher? Also Stichwort HDR, OLED, hohe Helligkeiten und so weiter. Wenn ihr so eine Qualitätsgüte haben wollt, wenn ihr bereit seid, eben bis zu 2.000 Euro dafür in die Hand zu nehmen, dann bekommt ihr im Segment der Fernseher tatsächlich das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einem Computermonitor. Das ist einfach so.